Allerliebste Freunde, seid gegrüßt. Ich melde mich live vom 31. Dezember aus, hier mit ein bisschen wonnetrunkener Dekoration. Ja, du lebst nur zweimal von Ian Fleming. Ein bisschen 007 Literatur, ein bisschen Literatur auch zum Musikfernsehen. Bedauerlicherweise ein bisschen von Husten geplaget. Aber während hier irgendein Zeug im Fernsehen im Hintergrund läuft, ohne Ton jedoch, weil wir keine lizenzrechtlichen Unsanftheiten provozieren wollen, werde ich jetzt einfach mal, ich habe am 18. Dezember, also jetzt vor fast zwei Wochen, angefangen an neuen Werken zu schreiben und werde jetzt einfach mal ein bisschen was, da ist noch nicht mal ein Entwurf und nix und alles, aber ein bisschen was aus Chapitre 3 vorlesen, Kapitel 3. Ich werde dafür kurz, wundert euch nicht, wenn dieser Stuhl, auf dem ich sitze, etwas knatscht und knirscht und knautscht. Das ist altehrwürdiges Gesesselzeugs. Das ist da eben so. Also, legt das jetzt einfach mal hier auf den Bond, ja, und lese einfach mal so ein bisschen ins Blaue, kein ganzes Kapitel, nur so ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen Raum hier in meinem Speicher für einzelne Mini-Videos. Also es geht um einen Typ, der heißt Charles, und selbiger Charles verliebt sich in Holland in eine Lydia, unsterblich. Und ich will nicht sagen, dass es einen autobiografischen Touch in sich trüge, aber na doch, ich will es sagen. Ja, es ist so ein bisschen von beidem. Ihr hört im Hintergrund ein bisschen Geböller. Ich nehme hier nämlich 160 Prost live an Silvester auf. Cheers. From Tears to Cheers. Ja, Kapitel 3. Alles Klärchen im Lebensmärchen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, Hank und Co. Wie ist es euch ergangen? Seid ihr halbwegs d'accord mit 2000? Moment mal, ich muss hier was schreiben. Halbwegs d'accord mit 2023 und wo würde die Reise im Jahre 2024 gedanklich hingehen? Okay, ich lese mal irgendwas und grüße euch und sage euch guten Rutsch hinein ins Neujahr. Charles stand vor seinem eigenen Spiegelbilde. Zurechtgemacht wie ein frei von Tränen Tristesse zum Glanze schreitender Gatte auf dem Wege zum Altar. Oder gleichsam, das ist keine ideale Voraussetzung heute, um den Lesebengel zu spielen, oder gleichsam wie ein künftiger Gemahl im sausenden Laufschritte hin zum Glücke. Es war sein üblicher augenzwinkernder Bosszwirn von feinem Aufzuge und Anzuge, unvolkstümlichen Designs, Sakko und Stilbewusstsein beinhaltend, einer Modenschau zur Ehre gereicht. Es war, als kleidete sich Charles in seiner Rolle als Vorleser jener Werke, die sich im Oeuvre seines eigenen Lebens befanden, so als sei die Welt sein heiliger und nicht durch Alltäglichkeit zu entweihender Tempel des Formulierens und Fabulierenkönnens, zuweilen sich verlierend in geradezu meditativen Entgleisungen geistigen Abschweifens und gedanklichen Auswanderns. Er lancierte seine Gedankengüte über Lydia, so als dienten sie öffentlicher Aufklärung. Dabei versuchte er vor allen Dingen aber, sich selbst zu überzeugen, nämlich davon gar, dass sich der seelische Aufwand diesmal ausnahmsweise rentiert. Denn er spürte herzinniglichst, dass Lydia, die goldrichtige Frau und besterdenkliche Dame in seinem Leben ist. Denn wenn sie auf ihn zukam, so arrivierte nicht nur die ihrige Person vor ihm, sondern auch die seinige schien an einem Punkte anzukommen, den man mitnichten auch nur ansatzweise in Worte kleiden könnte. Selbst wenn es sich bei letzteren Worten um die schwärmerischsten weit und breit handelte, denn mögen Komplimente auch konvenieren, so wären selbst diese nicht ausreichend. Sie würden wieder retourniert mit dem Hinweise, dass sie zwar gut gemeint, bienvenu und annehmbar seien und waren, aber am Ende des Tages einzig die Aktion herbeigesehnt würde, der Chaos des ewigen Schicksals, der er mehr aussaget, than words could possibly comment.
Zumal einer Frau wie Lydia wohnet man nicht teilnahmslos bei. Charles war sich gewahr, dass sein dauerhaft partizipierendes Herz wilder schlug als ein Karatehieb. Die ihm innewohnende Achterbahnfahrt mag zeitweise von unschönen Ängsten konterkariert werden. Aber, also sie ist noch nicht drüber gelesen, ist aber letztlich ein Mensch gewordener Seelenprofiteur des Nix mehr Negierens. Diese wonnetrunkene, was haben wir hier? Hier fehlen noch Zeilen, das Urteil über Lydia, wird der Fürder hin niemals zugunsten eines negativeren revidieren. Betrübliche Aspekte finden in ihr keinen Platz. Seine eigenen Lobeshymnen über sie wird er fortan niemals dementieren. Die beklagenswerten Aspekte des Lebens lebten niemals in ihr. Die Zeit mit ihr war mitnichten von Lamentiererei und Beklagungen gepräget, sondern jedwede Sekunde werde genutzt, als gäbe es keinen Morgen. Zumal doch der Morgen stürbe nie. Charles' prätentiöser und zugleich gleichwohl recht herzlicher Auftritt manifestierte sich in nie enden wollenden Sätzen, ohne Punkt und Komma. Die Zeichensetzung seines Lebens war äußerstenfalls symbolisch, sprich, dass das Schicksal dir ein Zeichen sandte. Dein Bildnis verwässerte und von dir verlangte, wieder malerische Linien hineinzubringen. Dass es wieder Konturen annehmen möge. Ja. Das Schicksal war Weiland ein Delinquent und beraubte dich einiger Sinne. Umso bravouröser jedoch holtest du dir deine Gaben, nach welchen wir straben, im Eilschritte des Lydia kennengelernt habens wieder zurück, machtest den Diebstahl rückgängig, erlebtest vor lauter Denk- und Nachdenkfluten keine geruhsame Nacht mehr, sondern drehtest dich beim Einschlafversuche 15-mal in deinem obligatorischen Anzuge, ehe du eine Position fandest, in welcher deine wunderliche und kapriziöse Gedankenwelt auch nur annähernd in der Lage war, für einige Minuten ansatzweise abzuschalten und ein Einschlafen weitestgehend zu ermöglichen und zu generieren. Denn, warte mal, ich muss auch mal wieder. Denn der aus damaliger 1989er Sicht morgige Tag sollte für Charles ein erheblicher sein. Seine Gedanken waren generell mit einem großen Motoraggregat vergleichbar. Die Kraft mag an und für sich vorhanden gewesen sein, doch die Gesamtkonstruktion als solche musste erst einmal einige Kilometer über warm werden dürfen. Ehe der finale Geistesblitz in Form der Worte »Ich liebe dich« adäquat zuschlüge. Apropos Aggregat, ein Freund seinerseits besaß einen damals noch fast brandneuen und sich somit in Jahreswagenzustand befunden habenden BMW 750, der Baureihe E32 mit V12-Atmung. Tja, und wenn dieser nicht über einen reinen Heckantrieb verfügte, zöge er ihn, dem 300er seines Onkels, zweifelsohne bedenkenlos als Dünenfahrzeug der Hochzeitspläne vor. Dazu muss ich erklären, also der Typ will seine Hochzeit am Strand feiern, mit einem Leuchtturm, der am Strand ist, und will da mit dem Auto durch die Dünen mit seiner künftigen Frau Lydia quasi hindriften, wenn man so will. Gut, sei dem wie dem wolle. Der den 750 besessen habende Kamerad sollte übrigens dereinst späteren Tages noch mit Lydias Freundin Katja zusammenkommen. Sieh an, fürwahr, die Welt ist klein. Menschen als inspiratorischer Kelch des Ewiglichen. Kammerspielartig aufgebaute Dialogpracht zwischen Lydia und Charles. Obskure Was-wäre-wenn-Erfräglichungen in einem endlos sprachdurchfluteten Katz-und-Maus-Spiel für Erwachsene. Übrigens, das ist hier Beitrag, YouTube-Video 799 und 800 in einem, je nachdem, was ich zuerst hochlüde. Ich denke, bei 800 machen wir dann wirklich ein Päuschen. So, doch in den Begeisterungsfähigkeiten des sich Freunds dennoch durchaus auch kindliche Eigenschaften bewahret habend, als schliefen sie Weiland lange Zeit über in einer von äußeren Umständen verschont gebliebenen Schatztruhe der Erinnerung. Charles und Lydias Wenigkeit wurden beide samt eins. Hielten und aber, wo war ich denn hier? Das ist hier, ich bin nämlich nach, ich habe nicht drüber gelesen, hier fehlen noch unzählige Kapitelabschnitte, hielten aber gleichwohl an ihrer jeweiligen ureigenen Individualität fest und verschmolzen somit nicht direkt zu ein und derselben Persona.
denn für einen Künstler galt, dass das Vollkommene sich selbst aufgeben sich nicht ziemt und vielmehr beklagenswert wäre. So benötigte Lydia ihren sogenannten Lydia-Space und Charles verkroch sich zeitweise im seinigen Kosmos. All dies vermochte durchaus zu harmonieren. Nichts lebte sich auseinander. Man war sich seiner gegenwärtigen und gegenseitigen Qualitäten jederzeit vollends gewahr und gelobte sie stets dann abzurufen, wenn das Herz wieder einmal sänge und nach Ästhetik dürstet. Kultiviert und gediegen stiegen sie in den mittels vieler Quängeleien endlich zur Verfügung gestellten 300E-Firmatik, die Häufigkeit selbiger Zusammenkünfte in den Dünen von Holland war ursächlich für die einen oder anderen Déjà-vu-Effekte des dies schon einmal gesehen Habens. Royal rollten sie dahin, schlichen leisen Sechsenders von dannen. Behende schaltete die Automatik bei Kickdown in die Welt vom ersten Gange zurück. Und die Ultima Ratio war ein manuelles Eingreifen. Die schlanke Karosserie konturierte eine figurative Zartgestalt und betonte die schmalen und eleganten Formen der darin sitzenden Lydia. Es glimmt und glüht, die gleißende Sonne, Licht durchflutet, schimmerte Helligkeit durch die wehenden Vorhänge aus Tausend und einer Nacht. Anmutig stand Lydia im Lichtkegel. Das Leben war eine atemberaubende Mär des stilvoll erzählet worden Seins. Der frankophile Snob Charles hätte sie nur zu gern auf den Eiffelturm entführt. Doch dafür waren sie im falschen Lande. Die anti-unglückliche Fügung des Schicksals, also die glückliche Fügung des Schicksals, schien enorm. Es prasselten hernieder die sanften Tränentropfen leichten Regengusses. Oder wie Renette sagen würde, ein Guss aus heiterem Himmel. Ein Tropfen, der kein Wermutstropfen war, sondern der ihrer Hirnstirnbirnen merklich gut tat, ihr den Kopf frei wusch für den nächsten gedanklichen Orkan. Ihr inhärent ist dabei das Gefühl von Demut. Ohne jeden Zweifel fühlte sie sich bei ihm zum wiederholten Male zu 150% ganz und gar als Frau. Da Charles wusste, wie die ehrlich aus seiner Innenseele strömenden und munter herauspurzelnden Komplimente zu betonen waren, um eine magische Wirkung entfalten zu können. Drum die Belobigungen an sie schlugen nicht fehl, ganz im Gegentümlichen. Sie war die gutmütigste Person on Earth. Sie hatte Achtung vor seinen sagenhaft poetischen Bemühungen des sie Umgarnens und war zur Genüge klassisch, um sein galantes Gebaren nicht als aufgesetzt zu empfinden, nicht als attitüdenhaft zu empfinden, nicht als affektiert oder sonst was, sondern schlichtweg als echt. Denn die Eloquenz war hier keineswegs eine Zierde des Dekorativen, nein, sondern vielmehr gelang ihr das Unterfangen, mit dem Kern der eigentlichen Inhalte zu verschmelzen und fast schon als deren sprachbildliche Metapher zu fungieren. Weiterhin schossen sanfte Regentränen vom Himmel darnieder und liefen in langsamst poetischer Zeitlupe ihre eleganten Wangen hinunter, bis hin zu ihrem Halse. Dorten angelangt, machten die Regentropfen Halt und hielten inne, nächtigten gewissermaßen am Pulse ihrer Sprache. Herz aller Lahibest tauschten sie und Charles sich über etwaige Zukunftsgeschehnisse aus. Doch Gemach, Gemach, die Nacht, sie war noch so jung wie der neumodische Drink, an welchem sie beide nippten. Der Sonnenuntergang ging noch nicht vonstatten, sollte aber alsbald zu einem der unangefochtenen Highlights des ohnehin schon amorösen Tages werden dürfen. Daraus erwuchs die Tatsache, dass es Lydia und Charles gelüstete, sich ein Handtuch am Sandstrande zurecht zu drapieren und darauf Platze zu nehmen. Sie lebten gänzlich nach ihrer eigenen Fasson. Zwar flog Charles dorten am Strande zwischendurch ein wilder Fußball in die Fontanelle, doch Lydia küsste sein wehleidig Antlitz wieder zu einem formschönen Guss und er entledigte sich seiner zu lindernden und zu mildernden Schmerzen schneller, als sie jemals in Erscheinung traten. Der Begriff der Liebe ist zwischen den beiden noch nicht übermäßig oft verwandt worden und stand gleichwohl so sichtbar im Raume, als befände er sich als Schild auf ihrer beider Stirn geschrieben. Dem bäldigst
ereilt sie beide die abendliche Kühle, und nächtens schlüge um sich ein Orkan. Daraus ließ sich ungefähr abstrahieren, wie lange man dortigen Platzes noch hätte ruhen können. Sie waren kurz davor, sich zu erheben aus der Kälte und abzutraben, ehe Charles auf einmal sagte: »Nein, lahiebste Göttin, noch nicht. Du bist am Zenit deiner Schönheit angelangt, und ich wiederum bin zutiefst bewillt, nee, gewillt, und bestrebt, diese Momentaufnahme von deinem eleganten Konterfei einzufangen, in Form des dich Zeichnens. Lass mich dich porträtieren oder zumindest skizzieren. Ich benötige lediglich einen Bleistift, ein poetisch leeres Blatt Papier und eine offene Zeitspanne, deren Fenster über einen Raum von bis zu 15 Minuten verfügt. Et voilà, es ist vollbracht.« Es war ihr zwar gênant, wie auch immer, dass sie heute keinesfalls geschminkt war, doch das tangierte ihn nicht im Geringsten oder maximal peripher, denn er versicherte ihr inbrünstig, dass ihre zarten Wangenknochen das perfekte Sujet für ein Porträt bildeten. Ihr Ponem war für Kunst und Fernsehen wie geschaffen. So, also das ist ein kleiner oder ein großer oder ein mittelkleiner Auszug aus Chapitre 3, aus Kapitel 3. Also, Arbeitstitel von dem Werk war und ist Lydias Leuchtturm-Lyrics. Ein sehr persönliches Buch, das mir außerordentlich am Herzen liegt. Sogar mehr am Herzen liegt als diese von anderen Autoren verfassten Werke hier. Und da sind ja eigentlich wirklich gute Sachen dabei. Meine lieben Freunde, ich gelobe zu sagen, feiert an diesem 31. Dezember lieblichst in den 1. Januar hinein. Lasset auch die Weihnachtsstimmung noch nicht gänzlich schwinden, sondern weiterhin aufblühen. Und was auch immer 2024 für euch zu offerieren vermag, ich hoffe, dass ihr darin aufblühen möget, euch darin suhlen möget, euch darin finden möget, euch darin gerne aufhalten möget. Ja, danke.